Wenn wir die Nullstelle für eine Funktion bestimmen wollen, deren Grad höher als 2 ist, wie im vorliegenden Fall hier, dann hilft die PQ-Formel nicht mehr, um an die Nullstellen ranzukommen. Wir haben hier zum Beispiel eine Funktion dritten Grades, weil hier der höchste Exponent 3 ist. Also wie gesagt, hier kann man mit der PQ-Formel nicht die Nullstellen berechnen, sondern da müssen wir die Polynomdivision heranziehen. Und bei der Polynomdivision muss man die erste Nullstelle durch Probieren herausfinden. Wir haben hier eine Funktion dritten Grades, das heißt, wir haben höchstens 3 Nullstellen und die erste Nullstelle muss man durch Probieren herausfinden, das heißt, man muss für das x irgendeine Zahl einsetzen und wenn das Ergebnis gleich 0 ist, habe ich dann die erste Nullstelle gefunden. In den Schulaufgaben ist das fast immer der Fall, dass man mit plus 1, minus 1, plus 2, minus 2, plus 3 und minus 3 immer zum Ziele kommt. Wenn man also diese Zahlen von 1 bis 3, sowohl positiv als auch negative Zahlen, für das x einsetzt, kommt dann fast immer die erste Nullstelle raus. Im vorliegenden Fall hat man, wenn man plus 2 für das x einsetzt, das Ergebnis 0. Das heißt, plus 2 ist die erste Nullstelle. Die hat man also dann durch Probieren herausgefunden. Das schreiben wir uns dann mal auf, denn das brauchen wir gleich, um den Divisor zu bilden. Also die erste Nullstelle ist gleich 2, und zwar plus 2, das ist wichtig. Und jetzt muss ich bei der Polynomdivision diese Funktion teilen. Und der Divisor, den findet man jetzt heraus mit Hilfe dieser ersten Nullstelle. Und zwar ist dann der Divisor x immer x und dann minus 2. Es ist immer das Gegenteil von dem, was in der ersten Nullstelle steht. Also wenn die erste Nullstelle plus 2 ist, kommt dann in die Klammer minus 2, weil der Klammerinhalt muss 0 sein. Und wenn ich für x jetzt plus 2 einsetze, muss ich das durch minus 2 wieder negieren bzw. wieder neutralisieren, sodass also gleich 0 rauskommt. Hätte ich als erste Nullstelle plus 4, dann hätte in der Klammer x minus 4 gestanden. Hätte ich dann minus 2 als erste Nullstelle, würde ich dann in die Klammer schreiben x plus 2. Also immer die Zahl mit dem umgekehrten Vorzeichen, wie ich sie in der ersten Nullstelle habe. Das heißt, ich teile jetzt diese Funktion, die ich hier habe, durch x minus 2. Und jetzt gehe ich einfach wie folgt vor. Ich gucke, wie oft das x, was hier in der Klammer ist, in die einzelnen Terme passt. Also wie oft passt das x in das x hoch 3? Das ist dann x Quadrat, weil x Quadrat mal x ergibt x hoch 3. Und ich muss natürlich auch die minus 2 mal x Quadrat rechnen. Minus 2 mal x Quadrat ist dann minus 2x Quadrat. Das Ganze ziehe ich dann ab von der oberen Zeile, wie das bei jeder normalen schriftlichen Division auch der Fall ist. X hoch 3 minus x hoch 3 fällt weg, das heißt, das ergibt 0. Und 3x Quadrat minus minus 2x Quadrat ergibt 5x Quadrat, weil minus und minus ergibt ja plus. So habe ich also 3x Quadrat plus 2x Quadrat. Jetzt schreibe ich mir den nächsten Term runter, das ist minus 6x. Und jetzt schaue ich, wie oft passt das x in 5x Quadrat. Das passt genau 5x mal. Denn 5x mal x ergibt 5x Quadrat. Jetzt muss ich noch minus 2 mal 5x rechnen, das ergibt minus 10x. Und auch diese Zeile ziehe ich von der oberen Zeile ab. Und ihr seht, der erste Term fällt dann immer weg, ist ja auch klar, denn danach haben wir uns hier gerichtet. 5x Quadrat minus 5x Quadrat ergibt 0 und minus 6x minus minus 10x ergibt 4x. Und jetzt schreibe ich noch den letzten Term runter, das ist minus 8. Jetzt schaue ich nochmal, wie oft passt das x in 4x. Das x passt in 4x viermal, denn 4 mal x ergibt 4x und 4 mal minus 2 ergibt minus 8. Und das ist dann 0, wenn ich das Ganze abziehe. Also ich ziehe die untere Zeile von der oberen ab. Es ergibt 0. Ich habe auch keinen anderen Term mehr, den ich runterschreiben kann. Somit bin ich fertig. Das bedeutet jetzt im Endeffekt, ich kann also die Funktion x hoch 3 plus 3x Quadrat minus 6x minus 8 auch wie folgt schreiben.
Und zwar als x Quadrat plus 5x plus 4, was ja das Ergebnis meiner Polynomdivision ist, mal den Divisor hier oben, wo die erste Nullstelle drin steckt. So, also x hoch 3 plus 3x Quadrat minus 6x minus 8 ist das gleiche wie x Quadrat plus 5x plus 4 mal x minus 2. Hier habe ich die erste Nullstelle. Und wenn man jetzt Partialbruch zerlegen kann, beziehungsweise faktorisieren kann, Entschuldigung, die Faktorisierung hilft mir hier, die Nullstellen schnell herauszufinden. Ich werde das jetzt nicht breit erklären. Dazu gibt es auch ein anderes Video von mir, das könnt ihr euch ansehen. Aber hier sieht man, dass man die große Klammer hier auch zerlegen kann in zwei kleine Klammern. Und zwar x plus 4 mal x plus 1 und x minus 2. Das heißt, ich habe jetzt die Gleichung x hoch 3 plus 3x Quadrat minus 6x minus 8 in drei Klammern bzw. in drei Faktoren zerlegt. Und so kann ich die Nullstellen ganz einfach ablesen. Das war ja meine erste Nullstelle. Die ist gleich plus 2. Die zweite Nullstelle ist hier. Das ist minus 4. Und die dritte Nullstelle ist minus 1. So habe ich also alle drei Nullstellen mit Hilfe der Polynomdivision herausgefunden und hinterher natürlich auch mit Hilfe der Linearfaktorzerlegung. Ja, das ist die Polynomdivision. Die Polynomdivision geht in den meisten Aufgaben glatt auf. Es kann passieren, dass bei einzelnen Aufgaben auch zum Schluss ein Rest übrig bleibt. Nehmen wir mal an, wir hätten hier jetzt einen Rest von 20 noch über. Und da wir keinen Term mehr haben, den wir von oben hier runterschreiben können, hätte dann unsere letzte Zeile so wie folgt gelautet. Also x Quadrat plus 5x plus 4. Und diese 20 hätte ich jetzt in den Zähler geschrieben und darunter hätte ich den Divisor x minus 2. Und zwar ist das ja dieser Divisor. So wird man also das Ganze aufschreiben, falls ein Rest übrig bliebe. Das ist aber meistens in der Schulmathematik nicht der Fall, nur in der höheren Mathematik an der Uni kann das vorkommen.